So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zum Morning Meeting heute am 7. Oktober 2021. Hier gemeinsam mit Markets wollen wir einen Blick auf die Märkte uns gönnen und den aktuellen Bounce natürlich gegen die 14.800er Region im DAX zum Thema machen. Den Close zurück über die 15.000er Marke, den wir dort gestern zu sehen bekommen haben. Wir hatten das im Morning Meeting zum Thema gemacht. Wir haben den Test dieser unteren Abwärtstrendkanalbegrenzung zu sehen bekommen. Und ich war dann selber überrascht, mit welcher Heftigkeit, wie gegen diesen Bereich abgeprallt sind. Wir haben fortwährend Nachfrage gesehen im US-Markt. Das skizzierte Szenario auch mit dieser potenziell ausgebildeten Range zwischen 4.270, 4.280 Punkten im S&P auf der Unterseite und auf der Oberseite dann Bereich 4.380, ungefähr 4.370, 4.380. Das war so der Bereich vor Wochen hoch. Das war um 4.375 Punkte im S&P. Ich hatte ja gesagt, dass wir vielleicht die untere Range-Begrenzung verteidigen können. Und dann mit einem Bounce zurück. Also sind wir immer noch Range-gebunden zwar, aber nichtsdestotrotz genau das den Rückenwind dann für den DAX liefern könnte, für eine schärfere Gegenbewegung. Das hat sich genau so eben ausgespielt tatsächlich. Und ja, jetzt nunmehr ist die Frage, ob das eine nachhaltige Rückeroberung eben der 15.000er Marke ist. Sollte es gelingen, jetzt werden wir es gleich sehen im Chart, die 15.200 zu erobern, dann könnte sogar in den Wochenschluss hinein nochmal die 15.300 in den Mittelpunkt des Geschehens rücken. Dann war es das potenziell auch erst einmal auf der Unterseite. Nichtsdestotrotz, was wir doch erkennen können, ist, dass es eine enorme Volatilität gibt, dass sehr spikige Action sich teilweise eben darstellt. Und das ist eigentlich kein so positives Signal. Das ist normalerweise ein Indiz dafür, dass der Markt beginnt, nervöser zu werden, beziehungsweise dass sich eben dann dort eben schärfere Korrekturbewegungen noch in näherer Zukunft darstellen könnten. Man sieht auf breiter Front immer skeptischer machendere Headlines. Wir werden auch heute auf einen Einzeltitel eingehen, natürlich auf Moderna in dem Zusammenhang. Der ein oder andere hat es vielleicht mitbekommen. Dänemark und auch Schweden haben jetzt die Impfung mit Moderna-Impfstoffen ausgehend von auftretenden Fällen von, ich glaube, das heißt Myokarditis. Ich glaube, das ist Herzmuskelentzündung. Ich bin aber kein Mediziner. Ich weiß es nicht genau. Ich habe das auch nur, ich habe nur die Headline dort verfolgt. Aber Fakt ist auf jeden Fall, dass dort eben jetzt diese Impfkampagne ausgesetzt wurde. Das interessanterweise wird nicht zum Thema gemacht. Also groß jedenfalls nicht, in den Medien jedenfalls nicht so, wie ich es erwarten würde hier in Deutschland. Wir erinnern uns dran, das ist noch gar nicht so lange her. Stichwort AstraZeneca und die dann damals aufgetretenen Thrombosen und dann der Aufschrei, der sich über den gesamten europäischen Kontinent zum Beispiel erstreckte. Infolgedessen kommen mehr und mehr Fragen auf im Hinblick auf vielleicht dann auch die Wirksamkeit bzw. die Nebenwirkungen in diesem Zusammenhang, die da vielleicht auftreten können. Das ist etwas, was natürlich den Aktienkurs von Moderna entsprechend unter Druck bringt. Wir sind jetzt im Bereich um $300 gelaufen. Ist längerfristig eine interessante Region, gegen die wir jetzt auflaufen. Und nichtsdestotrotz übergeordnet ist das vielleicht etwas, was eben Sorge beinhaltet. Wir sehen auch in den USA zunehmende Anzeichen einer sich etablierenden, ja, wie soll ich sagen, einer etablierenden Struktur, die eben deutlich darauf hindeutet, dass eben die Regierung mehr und mehr Einfluss auf das private Leben haben möchte. Janet Yellen hat einen Kommentar gemacht, den werden wir gleich mal kurz zum Thema machen, der ziemlich heftig ist, allerdings jetzt nicht überraschend, vor allem vor dem Hintergrund dessen, dass wir uns kontinuierlich mit den Märkten beschäftigen und in diesem Zusammenhang eben die digitale Zentralbankgeld, vollständige Kontrolle, Abschaffung des Geldes, des physischen Geldes eben und Umstellung komplett auf den digitalen Zahlungsverkehr dergleichen eben schon länger zum Thema machen und was das für Konsequenzen auch gesellschaftlicher Natur beziehungsweise in Bezug auf die Freiheit des Einzelnen eben nach sich zieht. Wir blicken natürlich auf Gold, wir blicken natürlich auf Silber. Ich hatte gestern im Morning Meeting hier ja den Long Trade thematisiert gehabt. Der läuft bis jetzt an. Bis jetzt haben wir diese Schlüsselregion noch nicht überwinden können. Um 22,70, 22,80 ist es. Wir handeln in diesen Gefilden. Mal gucken, ob der Pop über dieses Niveau stattfindet. Möglicherweise durch die NFPs morgen in den Wochenschluss. Arbeitsmarktbericht aus den USA. Bitcoin ebenfalls in dem Bereich um $55.000 vorgestoßen. Vielleicht früher oder später dürfen wir uns darauf einstellen, darauf wieder die 60.000er Marke eben zu sehen. Also, ihr seht, wir haben eine ganze Menge eben tatsächlich zum Thema zu machen. Bevor wir ganz offiziell starten, hier einmal der Risikohinweis. Der Handel mit Devisen und CFDs ist mit Risiken verbunden, der nicht für jeden Anleger geeignet ist. Ausgehend von seinem persönlichen Risikoprofil setze man sich zuerst mit dem auseinander, entscheide dann, ob der Handel mit diesen Produkten sich für einen eignet.
Wir haben dann aus dieser Perspektive Möglichkeit, uns natürlich eine Demo runterzuladen. Link dazu stelle ich gleich in die Chatbox ein. Könnt ihr euch die Markets X-Plattform runterladen. Alle Informationen rund zur Produktpalette von Markets findet ihr auf der Webseite der deutschsprachigen markets.com/de. Dort auch der vollständige Risikohinweis. Für weitere Informationen darüber hinausgehend gerne eine E-Mail an die Elena schicken. Habt ihr Fragen zu den Märkten, nutzt gerne die Möglichkeit, entweder jetzt hier live im Event die Fragen in der Chatbox zu stellen, unterhalb des Videos eben eure Kommentare, eure Anmerkungen, Fragen und dergleichen zu posten. Nutzt gerne die Möglichkeit, mich übers Forum zu kontaktieren auf meiner Webseite jk-trading.com/forum und dort eben in der jeweiligen Trading-Chatbox für den jeweiligen Tag. Über Twitter könnt ihr mich gerne kontaktieren, auch per Mail. Und ja, soweit zur Einleitung. Wir switchen einmal hier rüber. Das ist die MarketsX-Handelsplattform. Ich räume im Hintergrund ein bisschen auf. Schau jetzt mal eben hier, ob das alles gut gestreamt wird. Das sieht aber bis dahin ganz gut aus. Wie versprochen, hier einmal der Link zur MarketsX-Handelsplattform. Was ich jetzt gerade eben nicht gesagt habe, aber wo wir auch einen Blick drauf werfen werden, ist natürlich Tilray. Tilray wird heute vorbörslich Zahlen berichten. Es ist jetzt nicht so, dass die Situation sich hier dramatisch darstellt, aber wir lassen uns gerne positiv überraschen. Stichwort Bed Bath Beyond letzte Woche. Auch da hatte ich jetzt nicht wirklich auf dem Schirm, dass es dort so ein Outstanding Earnings Release gibt, also Outstanding, ehrlich gesagt, nicht auf der Ober-, sondern eher auf der Unterseite. Stichwort anziehende Inflation und infolgedessen eben deutliche Eintrübung der Gewinnmarge, Querstrich eben in dem Zusammenhang, auch ganz besonders eben Ausblick für die nähere Zukunft. Wir sehen, Stichwort Inflation übrigens, auch einen ziemlichen Drop gerade im Energiepreisbereich, Querstrich Öl oder auch beispielsweise Erdgas, Natural Gas, sieht eine sehr, sehr scharfe Korrektur von seinen jüngsten Peaks. Allerdings, wir haben eine ähnliche Entwicklung gesehen, auch in Lumber, also das heißt Lumber, Bauholz, wo wir einen vertikalen Kursanstieg zu Beginn des Jahres gesehen haben. Die Sache ist jetzt nunmehr so würde ich jetzt jedenfalls sagen, im Hinblick auf Energiepreise, die Interruption of the Supply Chain beziehungsweise die Lieferengpässe hier aus der Perspektive, die sind eben noch nicht wirklich überkommen, nee, wie heißt das Wort dafür, noch nicht wirklich in den Griff bekommen worden. Und das bedeutet etwas anders, also nicht nur eventuell, sondern die Situation stellt sich hier eventuell im Energiebereich deutlich anders dar, als eben beispielsweise im Hinblick auf Bauholz, auch vor dem Hintergrund der Brisanz, vor der bevorstehenden Wintersaison jetzt natürlich hier in Europa. Und wir müssen natürlich aus der Perspektive uns auch vor Augen führen, ein Hauptgrund vielleicht für diese Korrekturbewegung hier sind natürlich jetzt die aufbegehrenden oder aufkommenden Stimmen seitens der Politik, die dort eine Regulierung eben des Energiemarktes nach sich ziehen, die im übertragenen Sinne eben hier auch ein Cap der Preise eben dann thematisieren und dergleichen. Also Intervention des Staates einfach, sozialistische Methoden, die dort eingeleitet werden, um über das jüngste Versagen beziehungsweise die entsprechenden auf den Weg gebrachten Energierevolutionen oder entsprechenden Umstrukturierungen in diesem Bereich, Stichwort Umstellung auf regenerative Energien, um das im Grunde genommen über den zu überdecken. Die Frage ist nur, inwiefern solch eine Manipulation und solch eine Deckelung des Preises eben tatsächlich von Erfolg gekrönt sein kann in ihrer Zukunft. Da vielleicht auch noch gleich noch einen Blick drauf geworfen. Zunächst, wie gesagt, blicken wir einmal hier in diesem Kontext. Ja, das macht sich ja jetzt auf breiter Front bemerkbar. Ich lese gerade, Martin schreibt hier, in Kanada müssen alle Personen ab Oktober, November geimpft sein, wenn sie reisen möchten. Das gilt jetzt das innerhalb von Kanada. Verstehe ich das richtig oder gilt das über die Grenzen hinaus? Also Stichwort hier Green Pass, den gibt es ja beispielsweise auch in Zypern. In Zypern, Quatsch, Verzeihung, nicht Zypern, Israel. Israel, die haben ja auch diesen Green Pass, deswegen auch ziemlich brisant vor dem Hintergrund dessen, dass eben dort jetzt, glaube ich, relativ zeitnah schon jetzt stattgefunden. Ich weiß es gar nicht, so genau verfolge ich das nicht, aber dort ist es wohl so, dass du trotz eines Impfstatus zweifach geimpft eben jetzt als nicht geimpft giltst, wenn du nicht diesen Booster-Shot bekommen hast. Es birgt eine gewisse Brisanz, weil mittlerweile ja die Gesellschaft dahingehend da umgestellt hat, dass du im Grunde genommen am öffentlichen Leben überhaupt gar nicht mehr teilnehmen kannst, wenn du nicht eben diesen Green Pass eben tatsächlich hast. Also das bedeutet etwas anders formuliert, dass du jetzt schlagartig im Grunde genommen deine Bürgerrechte wieder verlierst, einfach auf Knopfdruck. Sollte uns zu denken geben, dass solche Möglichkeiten bestehen und sollte uns auch eventuell einen Fingerzeig geben, in welche Richtung sich hier unsere Gesellschaft eben tatsächlich bewegt, beziehungsweise in welche Richtung wir die Politik entsprechend
Land eben uns steuern sehen dürften. Ja, bei aller Liebe und allem Verständnis für eben diejenigen, welchen Optimisten möchte ich sie mal nennen, die immer noch die Verfassung, das Grundgesetz und dergleichen eben in irgendeiner Form oder Grundrechte eben den Mittelpunkt des Geschehens stellen. Ich denke, wir haben jetzt gelernt, dass es hier doch um etwas anderes geht als schlussendlich um die Gesundheit. Dass da offensichtlich ganz andere Interessen im Mittelpunkt des Geschehens stehen. Das war ja bis vor kurzem noch Verschwörungstheorien. Die haben uns jetzt relativ zügig, sehr, sehr schnell tatsächlich auf der linken Spur überholt. Schneller als selbst die Verschwörungstheoretiker in Anführungsstrichen gesetzt, das für möglich gehalten haben. Und das ist eben etwas, das sollte man nicht unterschätzen. Also jetzt wird man sich fragen, wird das jetzt hier irgendwie Politdiskussion oder beziehungsweise irgendwie eine Frage, in welche Richtung sich unsere Gesellschaft entwickelt? Nein, wird es nicht. Möchte ich auch gar nicht. Also wie gesagt, da ich hatte das schon vor nunmehr eigentlich fast einem Jahr gesagt, wir müssen im übertragenen Sinne, müssen wir jetzt jeder für uns selber schauen, wie wir mit dieser Situation umgehen. Das ist das, was ich schon vor einiger Zeit sagte. Damals hatte man noch so ein bisschen die Augen gerollt, was er damit meint wahrscheinlich. Ist auch nachvollziehbar, aber mittlerweile hat sich das mehr und mehr herauskristallisiert, dass man jetzt auf sich allein gestellt ist und wie man jetzt mit dieser Situation eben umgeht und hoffentlich sich entsprechend positioniert hat, beziehungsweise einen Plan strukturiert hat, eine Idee formuliert hat. Und ich selber bin mir da auch noch nicht so ganz klar, ob das, was ich da für mich formuliert habe, was ich allerdings für mich behalten werde, was wie gesagt jeder für sich bitte macht, ob das ausreichend ist, beziehungsweise ob darüber hinausgehend nicht noch so viele Unsicherheiten, Eventualitäten bestehen, die ich gar nicht kalkulieren kann entsprechend. Und nun ja, also lange Rede, kurzer Sinn. Es hat auf jeden Fall auch potenziell natürlich durch die entstehenden Spannungen innerhalb unserer Gesellschaft Potenzial dann auch auf die Märkte durchzuschlagen. Und ich würde es jetzt mal so vielleicht noch ein bisschen weiterführen wollen, diesen Gedanken. Und zwar, ich würde sagen, was wir aktuell zu sehen bekommen, das sind vor allem, also dieser Zwang, der jetzt subtil, und der Druck, der ausgeübt wird, das sind jetzt Entwicklungen, die einfach mal zeigen, dass das System sich nicht mehr in Anführungsstrichen manipulieren lässt oder um ein bisschen bildlicher zu sprechen, man ist nicht mehr wirklich in der Lage, den Deckel auf dem Topf zu halten, der schon brodelt. Also das konnte man an diversen Stellen, konnte man das ja durchaus beobachten und jetzt presst das alles an die Oberfläche, was sich dort an Spannungen über die Jahre aufgebaut hat. Jetzt wird offenbar, welche unfassbaren Verflechtungen dort im Hintergrund offensichtlich stattgefunden haben. Stichwort Korruption, Stichwort Hochstapelei, Stichwort Diebstahl, Betrug am Bürger, Verrat am Bürger vielleicht auch in gewisser Form, Ausnutzen in Anführungsstrichen der Gutmütigkeit und dergleichen. Und all das, was wir jetzt zu sehen bekommen, dieses nach oben Pressen, dieser Missstände im Hintergrund, von denen einige geahnt haben, dass sie da sind, aber die sich nie wirklich gezeigt haben und deswegen man sich dann diesbezüglich auch erstmal noch so als, selbst als Skeptiker oder als jemand, der Fragen gestellt hat, immer noch so ein bisschen zurückgehalten und gesagt hat, naja, vielleicht irre ich mich ja in dieser Hinsicht. Das wird jetzt offenbar, dass das offensichtlich vorhanden ist und jetzt versucht man eben über Zwang beispielsweise irgendwie diese auftretenden Ungereimtheiten, die potenziell eben in der Lage sind zu dann auch Umwälzungen, vielleicht dann innerhalb des Establishments, so möchte ich es mal bezeichnen, eben führen würden, eben mit Zwang irgendwie diesen Deckel noch auf dem Topf zu halten. Ich befürchte, ehrlich gesagt, dass das langfristig nicht möglich sein wird. Das wird irgendwann mal einen Kipppunkt erreichen, an dem einfach die Situation dann außer Kontrolle gerät. Wir können das an diversen Stellen sehen, jetzt bezogen auf die Märkte, wo wir es mal anwenden. Wenn wir uns zum Beispiel dieses kontinuierliche Verweisen auf angeblich einen vorübergehenden Inflationsdruck, den wir zu sehen bekommen, ja, das ist offensichtlich eine Rhetorik gewesen, die jetzt angeschlagen worden ist, die absolut jeglicher Grundlage entbehrt. Also was wir in diesem Zusammenhang zu sehen bekommen, ist einfach, dass es sich um einen permanenten, so auch von vielen Orts, von Leuten, die sich mit der Materie auskennen, die das schon lange, lange prognostiziert haben, dass es zu solch einer Entwicklung kommen wird, dass sich das eben als jetzt permanentes Phänomen darstellt und dass das auch entsprechende gesellschaftliche Konsequenzen nach sich zieht. Also wir haben jetzt in diesem Zusammenhang mit Sicherheit innerhalb der nächsten 12 Monate wird der ein oder andere Mieter an der Stelle, aber nicht nur Mieter, auch Vermieter an der Stelle, wird einfach mal mit massiv steigenden Energiepreisen konfrontiert sein.
bietet sich eventuell an, dann die eine oder andere Rücklage zu bilden. Vorausgesetzt, du bist überhaupt in der Lage, solche Rücklagen zu bilden, weil wenn du jetzt gerade eben durch Corona beispielsweise entweder deinen Job verloren hast oder wenigstens noch vielleicht auf Kurzarbeit irgendwie arbeitest, dann wird es dir sowieso schon schwerfallen, entsprechende Rücklagen zu bilden und dann wird sich das entsprechend entladen, denn plötzlich kommt jemand und sagt, pass mal auf, du hast eine Nachzahlung hier von, weiß ich nicht, auf einen Schlag 2000, 2500 Euro. Da wird der eine oder andere sagen, naja, das ist kein Geld. Es gibt aber sicherlich, ich sag mal, gesellschaftliche Gefilde, in denen das eine ganze Menge Geld eben tatsächlich ist an der Stelle und die das gleich haben werden, wo sich das dann in Unmut widerspiegeln wird, der sich gesellschaftlich äußern wird in der einen oder anderen Form. Und das sind eben dann auch Auswirkungen, die sollten wir nicht für die Märkte unterschätzen, denn das birgt dann eben das Potenzial, jetzt im Hinblick eben beispielsweise auf die dann nicht mehr stattfinden oder nicht mehr durchführbare Manipulation der Märkte seitens der Zentralbanken wieder zurückkommen auf die Märkte, die dann eben für Verwerfungen an den Finanzmärkten sorgen können. Gilt ganz besonders, wenn jetzt zum Beispiel im Hinblick auf die Zentralbanken, mal ganz speziell gesprochen, die Kontrolle über die Zinskurve verlieren. Und an dieser Stelle eben die jüngste Zinsentwicklung, das Anziehen der 10-jährigen Zinsen. Ich zeige das mal ganz kurz hier einmal in meinem Chart. Zurück über 1,5%. Das ist ja noch nicht dramatisch. Also das ist jetzt ein Daily Chart. Wir sind sehr, sehr deutlich unterhalb der März-Hochs, die wir ausgebildet haben, knapp unterhalb von 1,8%. Und das sind 1,8%. Also das ist nichts Dramatisches irgendwie. Das ist langfristig, hat das keinerlei, das sind keine Preise fürs Geld in Anführungsstrichen. Das sind keine Zinsniveaus, die in irgendeiner Form ein massives Deleveraging im beispielsweise Tech-Bereich nach sich ziehen. Jedenfalls, zunächst einmal jedenfalls, wenn man jetzt sich vor Augen führt, mit wie viel Fremdkapital in diesem Bereich gearbeitet wurde und diese extremen Bewertungsniveaus diverser Unternehmen, Wachstumsunternehmen eben erreicht worden sind, dann birgt das natürlich aber mindestens mal Korrekturpotenzial für einen Drop von 30%, 40%, 50% eben, der dann relativ zügig auch einen Spillover-Effekt auf andere Equities eben nach sich ziehen könnte. Deswegen ist das dann dennoch nicht zu unterschätzen. Ganz zu schweigen davon, dass, wie gesagt, die Kontrolle hier verloren wird und dann eventuell jetzt die Fed zum Beispiel nicht mehr massiv geldpolitisch aktiv sein kann, ausgehend eben von eben der eingesetzten Taper-Spekulation, infolge derer sich sicherlich diese Entwicklung dann hier auch auf den Weg gebracht hat, und eine Reduktion der Anleiheaufkäufe zwecks an Ausbalancieren im Hinblick auf den steigenden Inflationsdruck eben unabdingbar eben tatsächlich wird. Bedeutet etwas anders formuliert, es werden weniger Anleihen gekauft, bedeutet, wir haben weniger Druck, der auf den Zins ausgeübt wird, sprich, die Zinsen können potenziell noch weiter steigen. Und so vernetzten sich diese einzelnen Bausteine miteinander, diese einzelnen Puzzlestücke, und sind dann eben in der Lage zu einer massiven Verwerfung, eben nicht nur gesellschaftlicher Natur, sondern eben auch an den Finanzmärkten natürlich dann, vielleicht sogar ausgehend von diesen an erster Stelle eben zu sorgen. So, jetzt muss ich ganz kurz überlegen. Das war jetzt ein bisschen mehr, als ich ursprünglich geplant hatte, zu dem Thema zu sagen. Wir schauen jetzt mal ganz konsequent auf den Markt. Ich mache mal jetzt an der Stelle einen Cut und wir switchen jetzt mal hier an der Stelle rüber. Gucken uns die Entwicklung im DAX an, auf die jüngste Entwicklung, diesen Test der unteren Abwärtstrendkanalbegrenzung. Ich gucke ganz kurz vorher nochmal in die Chatbox. Das habe ich gar nicht so sehr verfolgt, aber Annelies schreibt gerade, das lese ich jetzt hier als erstes, Missstände in Österreich, aktuelle Ermittlungen, glaube ich, dagegen die Kurzregierung. Ne? Das ist sehr, sehr dubios, aber ich habe nur die Headlines gelesen, ich habe das nicht weiter verfolgt. Also ich bin da raus, ich kann dazu nichts sagen. Außer, dass mir mehr und mehr irgendwie so beim längeren Nachdenken irgendwie es sehr dubios anmutet, wo jetzt diese ganzen Young Guns in Anführungsstrichen in der Politik plötzlich herkommen. Das ist mir damals schon bei Herrn Macron aufgefallen. Ich mir dachte, den hast du vorher politisch noch nie irgendwie in Erscheinung treten sehen. Und dann plötzlich war jetzt der Premier von Frankreich. Ähnliche Entwicklung, die wir dann in Österreich zu sehen gekriegt haben. Ja, das wird dann in den Medien so gespielt als frischer Wind, aber irgendwie so in der Nachbetrachtung, besonders jetzt auch vor dem Hintergrund dessen, wie sich dann dort diese teilweise noch sehr totalitären Strukturen darstellen, mutet das irgendwie alles sehr seltsam an. Ja, also ich gucke da hin und denke mir, Und demnach bin ich jetzt ehrlich gesprochen wenig überrascht, dass da auch hier eben diese, wie soll ich das nennen, diese Ungereimtheiten an die Oberfläche drängen. So möchte ich das mal bezeichnen. Aber ohne darüber irgendwie eine Wertung abzugeben, wie gesagt, da bin ich nicht tief genug in der Materie drin. Genau, das ist das. Ich weiß auch gar nicht, ausgehend von welchen Studien, Dänemark oder Schweden, also Martin schreibt hier, Hospitalisierung schießen durch die Decke. Und Myokarditis in Großbritannien seit Sommer extrem gestiegen. Extrem gestiegen ist es jetzt, ist wahrscheinlich relativ zu betrachten. Auch da bin ich kein Fachmann. Ich weiß nur, dass eben
in diesem Zusammenhang auf jeden Fall Meldungen bzw. entsprechende Studien zu dieser Entscheidung in Dänemark und Schweden beigetragen haben. Und ich bin gespannt. Also wie gesagt, ich sehe halt die Parallelen in diesem Zusammenhang zu dem, was wir mit AstraZeneca gesehen haben. Ich muss ehrlich gestehen, diese jetzt hier aufgetretene Myokarditis und infolgedessen eben diese Aussetzung, besonders bei jungen Männern, sofern ich das jetzt mitverfolgt hatte, was ich gesehen hatte, ist schon erstaunlich, weil das irgendwie. Ja, nicht, also ich finde, dass damit eine kritische Auseinandersetzung unabdingbar ist. Also das ist essentiell und eventuell sogar an der Stelle noch ein bisschen heftiger gefühlt jedenfalls, sofern mir mit meinen laienhaften Medizinkenntnissen da überhaupt eine Möglichkeit zusteht, da ein Urteil drüber zu mir erlauben. Es ist so, dass diese Thrombosen, die aufgetreten sind in Bezug auf AstraZeneca, die dann sehr groß aufgebauscht schienen, ausgehend von eben der aufgetretenen Statistik, dass ich das jetzt irgendwie als ziemlich heftig empfinde, ehrlich gesprochen. Und wie gesagt, überrascht bin, aber ich verfolge die mediale Berichterstattung auch nicht mehr so stark. Ja, deswegen kann ich nicht sagen, ob das jetzt ein großes Thema in den Medien bis dato jedenfalls war. Ich glaube, gar keinen mehr. Das ist eine interessante Frage, weil sich das relativ zügig hier begonnen hat zu beruhigen, die Situation. Und zwar, wie viel Einfluss haben meiner Einschätzung nach die aktuellen Zahlungsschwierigkeiten, also ja, in Zahlungsschwierigkeiten steckenden asiatischen Immobilienriesen, Evergrande beispielsweise, das ist jetzt so ein zweites Unternehmen, da weiß ich aber, habe ich gar nicht den Namen jetzt auf der Pfanne, sind dort in Zahlungsschwierigkeiten geraten. Das hat kurzzeitig für einiges an Wohler ja gesorgt. Das haben wir unweigerlich hier erkennen können. Das war, ich guck mal ganz kurz. Ja, hier so in dem Bereich. Da fing es an, Ende September zum Thema zu werden. Aber wir haben uns relativ zügig in Anführungsstrichen erholen können, beziehungsweise der Fokus rückte irgendwie von eben diesen Entwicklungen in China weg. Also es kann durchaus sein, dass das früher oder später eben durch entsprechende systemische Risiken wieder zu einem Thema für den breiten Markt werden könnte. Aber derzeit scheint es so zu sein, als wenn man die Situation seitens der chinesischen Regierung, querstrich seitens der chinesischen Zentralbank begonnen hat, sehr solide in den Griff zu bekommen. Und infolgedessen eben hier der Eindruck sich. Oh, das ist interessant. Guck mal ganz kurz. Ha, nee, das ist eine Fehlermeldung. Ein kurzer Augenblick. Ich muss mal ganz kurz hier was schauen, weil ich sehe nämlich gerade, dass hier bei Twitch irgendwie nicht gestreamt werden soll, was mich jetzt überraschen würde, weil es wird nämlich alles gestreamt. Gut, dann war das nur eine Fehlermeldung. Also, das hat sich jetzt kurzzeitig ja, ich würde das mal so als Sturm im Wasserglas bezeichnen, eben herauskristallisiert. Scheint aber derzeit kein Thema mehr zu sein. Also man sollte die Entwicklung mit Sicherheit hier ein wenig weiter im Hinterkopf behalten, dass dieses Problem erstmal, es besteht weiterhin, solch eine, besonders ausgehend von der Größe und der entsprechenden Vernetzung dann eines solchen Immobiliengigantens wie Evergrande beispielsweise, ist sicherlich etwas, was sich nicht über Nacht oder innerhalb von anderthalb, 2 Wochen eben lösen lässt. Aber nichtsdestotrotz, es scheint derzeit eben so zu sein, als wenn das, zumindest so wie die Wahrnehmung sich darstellt, erstmal kein Thema mehr zu sein scheint. Und auch der Markt, der hat jetzt eben nach diesem Flashout gestern, der stattgefunden hat, ein, ich finde, sehr starkes Signal geliefert, welches kurzfristig eher die Long-Seite eben tatsächlich begünstigt. Sofern wir es schaffen, jedenfalls die 15.200er-Region dann jetzt zu über erobern. In dem Zusammenhang wäre dann der nächste potenzielle Halt, also das ist hier diese Region, ja, dieser Bereich. Dann wäre der nächste Halt 15.300 und darüber eben dann die 15.450, 15.500er Region, die ich als Kursziel eben anvisieren würde. Grundsätzlich sind wir jetzt erstmal nicht ultra bullisch, aber wir sind zumindest mal aus unserem zunächst bärischen Vorgaben in jetzt ein neutrales Umfeld zurückgependelt. So möchte ich das vielleicht mal bezeichnen im Zusammenhang mit dem DAX. Ich hatte das gestern in meiner DAX-Analyse geschrieben gehabt, dass ich sagte, sollten wir gegen die 14.800er Region, das Support-Region finden, einen Bounce, dann wird es eben so sein, dass die Frage, die sich stellt, ist, gelingt es hier, diesen Abwärtstrendkanal nach oben zu verlassen, beziehungsweise eben die 15.000 zurückzuerobern, oder gelingt das eben nicht? Und ich zeige das mal ganz kurz hier vielleicht. Einen Moment. So. Einmal hier ist die Analyse für den DAX für heute. Ich versuche die immer vor der US-Eröffnung, sofern ich das zeitlich umgesetzt bekomme, bis jetzt funktioniert das ganz gut, immer einlaufen zu lassen. Also wer da Interesse hat, jcom-trading.com, immer so gegen 13:30 bis 14 Uhr läuft da immer ein DAX-Live-Ticker
DAX-Update-Ausblick für den nächsten Tag eben tatsächlich ein, neben den diversen anderen Kanälen, die ich eben bespiele. Und hier habe ich das geschrieben. In dieser Region wird sich dann zeigen, wohin die weitere Reise geht. Also 15.050 Punkte schrieb ich hier. Also gelb, das war hier. Da haben wir in diesem Bereich, da kann man sehen, da sind wir noch in diesen Gefilden auch da unten, wo wir gehandelt worden sind. Da habe ich diesen Snapshot eben tatsächlich gemacht. Und ja, nunmehr ist es dann so, wir werden gleich auf den S&P schauen. Wir werden sehen, der hat diesen 4370, 4380er Bereich erstmal jetzt zurückerobern kommen. Mal gucken, ob es nachhaltig ist oder ob das erneut so ein Fake-Out ist, so ein Überschießen aus dieser sicher etablierten Range. Aber Fakt ist, wir haben auf jeden Fall die 15.000er Marke definitiv zurückerobert. So viel können wir jetzt festhalten. Und das Alternativszenario habe ich hier zwar noch skizziert. Also das kann man hier sehen. Das sind im Grunde genommen drei Szenarien, die ich da eigentlich skizziert habe. Das Alternativszenario war, dass wir gegen die 15.000 abprallen. Also das ist dann die obere Abwärtstrendkanalbegrenzung. Und dann wir ein höheres Tief oder ein tieferes Tief markieren, je nachdem. Das ist aber nicht, hat überhaupt gar nicht stattgefunden, sondern wir sind sofort aus dem Bereich rausgebrochen. Wir konsolidieren jetzt hier oberhalb eben dieser Ausbruchregion und in dieser Konstellation, hier haben wir den Chart, in dieser Konstellation ist es eben so, dass ich eher weiter die Long-Seite favorisiere. Trotz aller Unsicherheiten, die sich derzeit eben zeigen, die man aber dennoch im Hinterkopf behalten sollte. Also derzeit scheint sich eben der Equity-Bereich hier, trotz aller Skepsis, die man, ich finde, gerechtfertigt formulieren kann und auch sollte, ist es so, dass der sich halt verhältnismäßig stark präsentiert. Kann durchaus sein, ehrlich gesprochen, dass es das nach unten eben tatsächlich schon war. Was ist im Hinblick auf den DAX Bedarf an dieser Stelle, um dann auch hier ich nenne sie jetzt mal diesen kurzfristigen bärischen Modus schlussendlich als abgeschlossen zu bezeichnen, ist natürlich, dass wir hier, das muss ich dir nochmal kurz aufmachen, dass wir im S&P dann auch zügig die 4.400er Marke zurückerobern. Also ein erstes positives Signal wurde da geliefert mit eben der Eroberung. So, mit der Eroberung eben dieser oberen Range-Begrenzung. Erinnert euch dran, ich hatte hier in diesem Zusammenhang ja gestern diese Range zum Thema gemacht und dann hat er gesagt, das ist die Inflection für mich, 4,350, beziehungsweise das war dann am Montag hier der Bereich, den wir ja zunächst haben nicht erobern können, die 4,375, das war das Hoch, was wir nach diesem ausgezeichneten V in Anführungsstrichen dort am Freitag als Finalbodenbildungsbereich herauskristallisiert haben. Und wir haben dann nochmal einen Versuch gestartet, das war vorgestern am Dienstag, sind hier in diesem Bereich erneut gescheitert und dann liefen wir in diese untere Range-Begrenzungsregion 4270, 4280 und ich sagte, wie gesagt, wenn wir den Bounce dagegen zu sehen bekommen, wäre das eventuell auch der Treiber, der Beschleuniger nochmal gegen die 14.800er Region, nachdem wir gestern diesen Flush unter die 15 im DAX zu sehen bekommen haben. So ist es dann auch gekommen und jetzt sehen wir eben, dass wir diese Range hier eben nach oben verlassen. Ein erstes positives Signal wird jetzt dadurch geliefert erstmal, dass wir im Nachthandel, so, also hier sehen wir der Close, der lag gestern im Bereich um diese Hochs, der war noch nicht drüber, aber die positiven Vorgaben aus Asien und jetzt aus Europa sind eben in der Lage, dann hier für eine Konsolidierung, derzeit sicherlich unter sehr, sehr dünnem Volumen, aber eben hier für eine Konsolidierung oberhalb dieser Schlüsselregion widerstandstechnisch eben zu sorgen. Das bedeutet etwas anders. Jetzt sehen wir das natürlich hier nicht im Future, weil der wird 24-5, also 24 Stunden, 5 Tage die Woche gehandelt. Aber wenn wir zum Beispiel uns den Spider anschauen, das ist der ETF auf den S&P 500, dann ist die Wahrscheinlichkeit derzeit relativ hoch, dass wir mit einem Gap oberhalb eben dieser Widerstandsregion aufmachen. Und dann gibt es im Grunde genommen zwei Szenarien, die wir jetzt ablesen können. Also ich zeige das mal ganz kurz. Vielleicht hier, also wir haben hier den S&P, mit dem wollen wir auch weiter arbeiten, aber im Hinblick auf Equities ist für mich eben hier der 5 Minuten Chart auf, ist eben der Spider relevant, also dieser ETF, so. Und also, da ist der Closing-Preis. Da können wir sehen, also das heißt, Schlusskurs gestern lag hier bei Eröffnung 43499. Also 4349 wäre dann der S&P, Faktor 10 gerechnet. Und jetzt gappen wir offensichtlich über dieses Niveau. So. Und dieses Gap oberhalb, jetzt stellt sich dann eigentlich folgende Frage im Hinblick auf den Spider. Können wir dieses Gap halten? Wenn ja, ist das sehr stark, weil es nämlich die Wahrscheinlichkeit dann eines recht bullischen Wochenschlusses auch oberhalb von 4.400 Punkten oder in dem Fall von oberhalb von 440 Punkten eben tatsächlich denkbar werden lässt. Wenn nein, wäre das auch noch nicht problematisch, weil wir finden nämlich hier eine potenzielle Unterstützungsregion. Das ist so der Bereich 400
35 ist es ungefähr, beziehungsweise ist es eben die Ausbruchregion hier am 400, 4370, 4375, eben der Bereich um die Vorwochenhochs. Dass wir gegen diese ehemalige Widerstandsregion dann, oder obere Range-Begrenzung, jetzt ehemalige Widerstandsregion eben einen Unterstützungsbereich finden, gegen diesen Bereich aufdrehen. Und dann, wenn wir über die 4400er Marke zurücklaufen, wird denkbar, dass wir innerhalb der nächsten Tage auch nochmal deutlich stärkere oder massivere Aufschläge zu sehen bekommen, die uns eben dann in Richtung, ja, vielleicht der 4500er Region vielleicht sogar zurückführen. Dann kommt genau dieses Szenario nämlich jetzt zum Tragen, mit etwas Verzögerung, aber welches ich schon am Montag thematisiert hatte. Da hatte ich ja gesagt, mit Ausblick auf die anstehende Earnings Season in den USA, ist es nicht unwahrscheinlich, dass wir in diese Bullish hineinlaufen und dann infolge dann veröffentlichter Zahlen, aber eventuell gedämpfter Wachstumsausblicke beziehungsweise einer Bestätigung dieser positiven Zahlen, die größtenteils schon eingepreist sind, ein sogenanntes Buy the Rumors, Sell the News Event eben zu sehen bekommen. Also in gute Zahlen dann erstmal Abgabedruck sehen und dass wir dann auf solch eine Korrektur entsprechend eben folgend aber uns früher oder später stabilisieren können. Dann müssen wir die entsprechenden technischen Level eben identifizieren und dann uns für die Jahresendrallye vielleicht potenziell eben positionieren sollten. Also lange Rede, kurzer Sinn. Hier ist kurzzeitig eben jetzt dieser bärische Geist oder dieses bärische Gespenst, so sage ich mal, einfach vertrieben. Und die Wahrscheinlichkeit, dass wir jetzt eher weitere Aufschläge sehen, trotz aller Unsicherheiten gesellschaftlicher Natur, des jeweiligen Drucks, der da auch jetzt vielleicht auf Politik aufgebaut wird, beziehungsweise der sich in irgendeiner Form widerspiegelt im Hinblick auf Immobiliengiganten, die in Schieflage geraten sind in China und dergleichen, das scheint erstmal weggewischt. Also kein Thema mehr eben tatsächlich zu sein. Sprich also, heutiges Szenario, ganz kurzfristig. Wir werden erstmal schauen, ob wir dieses Gap halten können. Wenn ja, ist das immer ein sehr starkes Signal. Dann ist sehr wahrscheinlich, dass wir jetzt in den Wochenschluss hinein sehr deutlich zurück über 4400 Punkte laufen und auch schließen dürften. Selbst wenn wir einen Drop zu sehen bekämen, nochmal ein Retest dieser Widerstandsregion, 4375, 4370 vielleicht runtergesprochen, dann wäre das eine ehemalige Widerstandsregion, die zu einer neuen Unterstützung werden könnte, gegen die sich dann Long-Engagements anbieten könnten. Erst ein Schluss unterhalb und wieder innerhalb dieser Range wäre etwas, was eben das Bild beginnt einzutrüben und dann uns erneut von jetzt derzeit kurzfristig bullischen Vorgaben in den neutralen Modus eben tatsächlich befördert. Man kann an der Stelle übrigens an meiner Wortwahl oder an den skizzierten Szenarien erkennen, dass ich anders als jetzt im Hinblick eben hier auf den DAX den S&P wirklich als stark oder relativ stark beziehungsweise eher bullisch betrachte, während ich hier im DAX ein Signal in Richtung neutral sehe durch den Ausbruch aus diesem Abwärtstrendkanal, aber die grundsätzlichen Vorgaben noch nicht sehr bullisch sehe. Also ich glaube, der S&P ist ausgehend von dieser charttechnischen Konstellation stärker zu betrachten, relativ stark zu betrachten und würde, wenn ich denn dann Longplay eben plane, auf den Weg zu geben hier oder zu bringen in dem Moment, würde den eben tatsächlich für solch ein Longplay bevorzugen. So, das zum S&P. Wir werfen erstmal einen Blick auf Moderna und dann werfen wir einen Blick auf Tilray. Also, Moderna, wir können es sehr deutlich erkennen, sehr stark weiter unter Druck. Diese jüngsten Entwicklungen, das ist jetzt nicht nur in Bezug eben auf diese Impfstopp-Geschichte in Schweden und in Dänemark. Ich habe heute früh auch noch was von Finnland, glaube ich, gelesen, wenn ich das richtig gesehen hatte. Also die nordischen Staaten, die sind da jetzt offensichtlich willensentsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Das ist mit natürlich einer der saberischen Treiber. Du möchtest im aktuellen Umfeld ungern eigentlich Moderna Long sein. Und genau deswegen wird es eventuell interessant, sich in Moderna längerfristig Long zu positionieren. Das begann alles eigentlich hier im Moment. Verzeihung, das fing schon alles an. Hier müssen wir ein bisschen weiter zurückgehen. Das ist ein 5-Minuten-Chart da oben links. Und zwar fing das alles an, in Anführungsstrichen, letzte Woche war es Donnerstag, ne? Ja, am Donnerstag mit einem scharfen Gap Lower. Was war der Haupttreiber für diese bärische Performance? Ah, nee, beziehungsweise, Verzeihung, Freitag. Das war Freitag. Das Gap tiefer war Freitag. Wo kam diese bärische Performance hier? Die hat sich auf breiter Front bei allen Impfherstellern wiedergespiegelt. Das war nicht nur Moderna, das war auch Pfizer, das war BioNTech, das war CureVac, das war das komplette Spektrum. Und Moderna ebenfalls hier an dieser Stelle.
Wo kam der Druck her? Es war die Meldung in Bezug auf dieses orale Mittel von Merck, also dieses Medikament, welches eben hier die Hospitalisierung bzw. Behandlung von Corona oder mithilfe eines Medikamentes eben hier an dieser Stelle, was über den Ticker lief. Und Merck hat in diesem Zusammenhang natürlich scharfe Aufschläge gesehen. Impfstoffhersteller haben infolgedessen, weil offensichtlich sich hier eine Lösung auch medikamentös eben herauskristallisiert, eben haben stärkeren Abgabedruck gesehen. Von dieser Gegenbewegung oder von diesen Abschlägen wirklich erholen konnte sich Moderna an dieser Stelle nicht. Es gelang nie wirklich die 3,50 zurückzuerobern hier an dieser Stelle, sondern wir haben dann gleich auch zu Beginn der Woche beziehungsweise, stimmt, doch, genau, hier zu Beginn der Woche nochmal Abgabedruck eben tatsächlich gesehen. Und nun kam eben die Meldung aus den nordischen europäischen Mitgliedstaaten, also sprich Dänemark, Finnland, beziehungsweise Dänemark, Schweden erstmal und Finnland heute nachkommt. Und das hat natürlich dann im Hinblick jetzt auf Moderna grundsätzlich hier stärkeren Abgabedruck nochmal nach sich gezogen. Es ändert aber nichts am Umstand, dass eben diese jüngsten Entwicklungen nichts an dem weiter grundsätzlich eher bullischen Bild für die Aktie, glaube ich, ändern dürften. Also, dass solche Entwicklungen, besonders im Biotech-Bereich, erwartbar waren, ich glaube, davon konnte man ausgehen. Wir haben eben dann auch einen nahezu vertikalen Kursanstieg eigentlich gesehen. Das war die Inklusion in den S&P. Plus ergänzend hierzu haben wir noch diese Übertreibung dann gesehen, die entsprechenden Deals, die sich herauskristallisiert haben zwischen Regierungen und entsprechenden Impfstoffherstellern. Und ja, nunmehr ist es dann einfach so, dass solch eine Korrekturbewegung hier an dieser Stelle, diese Marktkapitalisierung von 200 Milliarden US-Dollar, die sich herauskristallisiert hat, einfach im Hinblick, oder das war einfach, ist zu schnell gewachsen. Der Aktienkurs hat sich zu weit von seinem fundamental gerechtfertigten Bewertungsniveau einfach wegbewegt. Und dann ist es nicht unüblich, dass man eben bei solchen potenziellen High-Beta-Stocks relativ scharfe Korrekturbewegungen sieht, beziehungsweise dass wir uns jetzt erstmal wieder zurückbewegen in Richtung des fundamental gerechtfertigten Niveaus. Und in dieser Konstellation, naja, sehen wir, haben wir durchaus noch Potenzial auf der Unterseite. Also wir sind noch nicht zwangsläufig fertig, aber ich muss an dieser Stelle gestehen, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass 280 beziehungsweise vielleicht ein Stück weit tiefer die 250er-Region eine Region ist, die dann als Unterstützung respektiert wird und besonders vor dem Hintergrund dieser scharfen Abschläge. Also wir würden, wenn wir die 250 anliefen, sprechen wir von einer Korrekturbewegung von 50% innerhalb hier von roundabout 2,5, 3 Monate, je nachdem, wann wir in diese Gefilde vorstießen. Und das wiederum ist etwas, was wir auf jeden Fall im Hinterkopf behalten sollten. Es wäre denkbar, dass wir dann gegen diesen Bereich wieder ein sehr, sehr scharfes Aufdrehen zu sehen bekämen. Und vielleicht sich eine ähnliche Konstellation herauskristallisiert, wie beispielsweise in der Tesla. Auch da haben wir ähnliche Konstellationen zu sehen bekommen, sehr, sehr starke vertikale Kursanstiege nahezu. Dann wieder ein Rückpendeln in Richtung eines fundamental gerechtfertigten Niveaus, beziehungsweise scharfe Konsolidierung, Querstrich Konsolidierung. Also das heißt jetzt nicht, dass wir hier wie so ein V einzeichnen, also das heißt eine Korrektur von 50% und dann anschließend uns wieder nahezu verdoppeln und mehr und auf neue Hochs vorstoßen, sondern eher ist davon auszugehen, dass wir dann solch eine Seitwärtsbewegung eventuell zu sehen bekommen, solch einen Driften höher und das dann früher oder später sich herauskristallisiert, nachdem sich beginnen dann auch entsprechend die Quartalsberichte in Richtung eben dieser Wachstumsaussichten, die dieser vertikale Kursanstieg hier suggeriert hat, dass wir uns dann wieder aufmachen in Richtung der höheren Gefilde und dass wir dann eben früher oder später entsprechend eben hier den Bruch auf neue Allzeithochs zu sehen bekämen. Ach so, Verzeihung, das ist jetzt ein bisschen blöd. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind potenziell im Falle von Moderna auf der Unterseite noch nicht unbedingt fertig, aber wer die Aktie vielleicht für ein längerfristiges Portfolio schon so ein bisschen in Augenschein hat, ich glaube, dass die weiterhin ein ziemlich attraktiver Growth-Stock eben tatsächlich ist und dass das durchaus ein Titel ist, den man auch dann aus diesen Gefilden, wie gesagt, 2,50, vielleicht ein Stück weit höher, 2,80, für längerfristige Engagements durchaus und realistisch in Betracht ziehen könnte, sollte. Und das eben etwas ist, was dann an dieser Stelle eben in diesen jetzt Gefilden, in die wir vorstoßen, eben interessant wird. Wie gesagt, das Moderne, ich wollte mal ganz kurz hier auf den Tesla gehen, um das zu zeigen. Also, relativ ähnliches Bild an der Stelle. Ja, wir sehen fast vertikaler Kursanstieg,
Thematisierung, Inklusion, S&P und so weiter. Dann kommt eben ein sich sehr weit wegbewegen vom fundamental gerechtfertigten Niveau. Dann gehen wir in eine Konsolidierung. Man sieht auch, es braucht einiges an Geduld an der Stelle. Also diese Konsolidierung, die Tesla hier jetzt gerade vollzieht, also eingeleitete Korrektur und entsprechender Seitwärtsmodus, den wir hier zu sehen bekommen, den sehen wir jetzt nahezu schon fast ein Jahr. Also, naja, nicht ganz, ne? 12 Monate, 10 Monate sind es an der Stelle, beziehungsweise jetzt aktuell ist es ein Dreivierteljahr bis Ende des Jahres. Mal schauen, ob es dann gelingt, eben nochmal diesen Bereich hier anzulaufen. Aber innerhalb des ersten Quartals 2000 und innerhalb des ersten Quartals 2022 ist das nächste Jahr, genau. Ist durchaus denkbar, dass wir auf neue Allzeithochs vorstoßen. Sprich, anders formuliert, wenn wir den Bereich hier im Zusammenhang moderner 250, 280 anlaufen halten können, könnte es durchaus sein, dass wir innerhalb der nächsten 12, vielleicht auch ein bisschen länger noch Monate, eine Seitwärtskonsolidierung sehen, bevor dann eben der nächste Schub auf der Oberseite sich anschließt und entsprechend eben höhere Hochs markiert werden. Dennoch, nochmal längerfristig betrachtet, 280, 250 tiefer. Das ist durchaus eine Region, die wir auf dem Schirm haben sollten und die interessant werden könnte für längerfristige Long-Engagements, neben natürlich auch den Möglichkeiten, tradingtechnisch dort den einen oder anderen Gedanken vielleicht gegen diese Region auch dann technischen Bounce-Play beispielsweise zu sehen zu bekommen. Ja, ist also ein bisschen, manchmal ist das ein bisschen hakelig hier an der Stelle. Moderna ist alles in allem eine ziemlich attraktive Trading-Aktie, ausgehend vom durchschnittlich gehandelten Volumen, ausgehend von der Intraday-Handelsspanne, ausgehend auch von dem Spread beispielsweise, den wir in der Aktie finden. Ich meine, die Aktie, die notiert bei 300 Dollar, hat teilweise Spreads im Bereich um maximal 50 Cent, manchmal noch ein bisschen enger sogar. Also das ist unglaublich interessant hier aus tradingtechnischer Perspektive, nicht nur längerfristig, eventuell ausgehend von den Wachstumsaussichten, weswegen die Aktie dann detaillierteren Blick auf jeden Fall wert ist. So, jetzt mal ganz kurz hier der Blick auf Tilray. Und hier fangen wir mal an. So. Also Tilray berichtet heute Zahlen. Wir hatten gestern schon ein erstes Bild eingezeichnet gehabt hier. Hat sich grundsätzlich erstmal nicht jetzt groß was verändert. Also das ist nicht wirklich eigentlich charttechnisch spektakulär. Aber wir wollen dennoch ein mögliches Szenario skizzieren, in welche Richtung es hier gehen könnte. Also sprich anders formuliert, ist es durchaus denkbar, dass wir auf einen entsprechenden Earnings Release einen Bounce zu sehen bekommen in Richtung hier der 12er Region vielleicht, was für eine Aktie, die im Bereich um 11 Dollar notiert, natürlich massiv ist. Und da stellt sich dann so ein bisschen die Frage, ob wir gegen diesen Bereich erneut überrollen oder eben entsprechend hier an der Stelle unter Druck geraten. Ich glaube, Schlüssellevel auf der Unterseite, rein psychologisch dürfte auch die 10 sein. Mit Unterschreiten der 10 wäre es denkbar, dass wir dann bis in Gefilde sogar um 9 Dollar früher oder später verkauft würden. Na gut, das sieht man hier nicht so gut. Einen Moment, ich mache das mal ein bisschen sauberer. So. Also das könnte Chance-Risiko-Verhältnis technisch, könnte das ziemlich interessant sein. Was wir natürlich bei so einer Aktie hier sehen wollen, ist aber, dass sie auf jeden Fall erstmal wirklich heiß wäre. Also das bedeutet sehr konkret thematisiert, wir sehen in der Tilray ein durchschnittlich gehandeltes Volumen. Hier, Average Volume auf Finwiz ist das zu finden. Link unterhalb des Videos übrigens für alle, die sich das Recording jetzt hier anschauen. 18,33 Millionen, das bedeutet also, damit die Aktie heiß wird, möchte ich in der Vorbörse auf diesen Earnings Release, möchte ich sehen, dass wir 2 Millionen Stücke handeln. Natürlich, Outstanding Report jetzt in die eine oder andere Richtung, müssen wir mal gucken, ob das überhaupt stattfindet, wie bei Triple BY beispielsweise, also Bed Bath & Beyond. Aber alles in allem möchte ich mindestens in der Vorbörse 2 Millionen Stücke gehandelt sehen. Checken kann man das dann übrigens über den zum Beispiel Pre-Market Screener von MarketWatch oder beispielsweise auch hier, ich stelle nochmal den Link ein für die Discord-Community, innerhalb der Discord-Community gegen 2 Uhr heute. Also hier ist einmal der Link. So. Gegen 2 Uhr, 2 Uhr, 3, also 14:30 Uhr ungefähr, habe ich vor oder werde ich dann Einschätzung hier entsprechend posten. Gestern zum Beispiel Palantir hat sich gegen die 24 nicht stabilisieren können übrigens. Da gab es einen interessanten Deal, wo, das hatte ich gestern hier vorgelesen, Army Contract to provide its Gotham Platform. War unglaublich aktiv in der Vorbörse. Fast 10 Millionen Stücke sind da schon umgegangen gewesen. Hat allerdings nicht die 24 halten können. Also das nochmal ganz kurz ein finaler Gedanke. Ich stelle jetzt mal kurz den Link hier ein. Also Discord.
Und da werdet ihr dann live und in Farbe erfahren, ob die Aktie für mich heiß ist eben. Wie gesagt, werden wir sehen. In welche Richtung der Earnings Release eben rausgeht, ob dann auch ausreichend Stücke eben tatsächlich, wie gesagt, umgehen, ob das überhaupt ein Release ist, der in irgendeiner Form signifikant ist, welche technischen Level sich da herauskristallisieren. Der jüngste Handel war jetzt nicht so spektakulär. Also das, was wir hier zu sehen bekommen haben, diese massive Short Squeeze Anfang Februar, die dann auch dazu geführt hat, die Aktie, die hatte zwischenzeitlich mal einen Short Float von über 30%. Der ist jetzt runtergegangen hier auf 9,06%. Also das hat sich deutlich normalisiert infolge dieser Squeeze, die da stattgefunden hat, so würde ich das mal interpretieren. Also die Aktie kann extrem heiß werden und die kann auch extrem schöne Intraday-Trends eben tatsächlich herauskristallisieren. Mal schauen, ob der Earnings Release in der Lage ist, diese eben tatsächlich zu triggern. Das, wie gesagt, bleibt abzuwarten. Key Level nochmal auf der Oberseite, ausgehend eben hier von dieser charttechnischen Konstellation, Bereich so um 12, würde ich mal sagen. Wenn wir den Bereich nicht rausnehmen können, gegen den überrollen, könnte das Chance-Risiko-Verhältnis technisch ziemlich attraktiv werden, weil wir auch eine verhältnismäßig kleine ATR haben. Also das heißt ein relativ enger durchschnittliche Schwankungsbreite, 60 Cent. Eigentlich muss ich ganz ehrlich sagen, muss ich mal gucken, das hängt wirklich davon ab. Also da müssen jetzt einige Faktoren zusammenkommen, damit ich die Aktie überhaupt heute in Betracht ziehe, weil ich gerne für die von mir gehandelten Titel eine ATR hier von 60, von einem Dollar mindestens sehen möchte. Also das heißt, die durchschnittliche Schwankungsbreite hoch tief für die letzten 22 Handelstage im Schnitt sollte 1 Dollar betragen. Das ist knapp die Hälfte sogar davon. Also 60 Cent, das ist eigentlich zu volatil. Das birgt aber dann auf der Kehrseite wieder die Möglichkeit, und dann kommen wir nämlich zum attraktiven Chance-Risiko-Verhältnis für einen Trade. Wenn wir jetzt gegen die 12 überrollen sollten, also mal angenommen, es gibt einen kurzen Pop zur Eröffnung, es gibt ein hohes Volumen, und wir sehen dann in diesem Bereich eben einen entsprechenden Widerstand, den es nicht gelingt zu überwinden, dann haben wir natürlich hier auf der Unterseite realistisch vielleicht sogar Potenzial mindestens bis 11, eventuell sogar darunter bis in Gefilde um 10. Das ist eine Riesenbewegung für eine solch volatile Aktie. Also aktuell volatile Aktie. Und mit einem kleinen Risiko kommst du hier eventuell in einen Trade rein, der dann CRV fast schon größer 10 zu 1 vielleicht versprechen könnte. Das ist natürlich sehr, sehr optimistisch kalkuliert, aber nichtsdestotrotz etwas, was so ein Play dennoch interessant werden lassen könnte. Und deswegen, wie gesagt, lohnt das definitiv heute einen genaueren Blick dann beim oder während des US-Handels. So, ausgehend vom gestrigen Trade, den wir zum Thema gemacht haben, wollen wir hier natürlich hauptsächlich heute mal auf Silber schauen. Gold lassen wir mal ein bisschen außen vor, ehrlich gesagt. Finde ich jetzt nicht so spektakulär. Also noch nicht. Das könnte morgen sich natürlich dramatisch ändern. Erinnert euch dran. Das war ein ziemlich feiner Einstieg hier. Das erinnert euch dran. Gestern hier Morning Meeting in dieser Region. 22:30 war es ungefähr. Habe ich gesagt, Long gegen diesen Bereich, klares Risiko oder Level, gegen das wir riskieren können, gegen die 22er-Region, kleines bisschen drunter. Und Ziel ist an der Stelle natürlich nicht nur ein Test dieser Widerstandsregion, sondern auch ein Break höher eben. Ich habe heute früh, ich will das mal ganz kurz vielleicht zeigen. Moment. Ich hatte heute früh, also hier Tilray veröffentlicht heute Zahlen, aber unser Fokus hier soll tatsächlich. Oh, Moment. Zack. Hier, da habe ich einen Chart eingestellt gehabt, wo man das projizierte Kursziel eben ablesen kann. Also diese Widerstandsregion hier, 22,70, 22,80, die sind wir jetzt angelaufen. Und was es jetzt im Grunde genommen geht, ist, einen Break dieser Region zu sehen zu bekommen. Also ich positioniere mich gestern hier gegen die 22,30 in Antizipation, also in Vorwegnahme oder Spekulation auf einen Bruch über dieses Niveau. Und dann kommt natürlich die Frage auf, was ist denn potenziell anzuvisierendes Kursziel? Ist für einen kurzfristigen Trade, beziehungsweise dann vielleicht für ein erstes Ausskalieren. Also ich halte eine Kernposition, aber im Handel um diesen Kern eben herum. Ich würde sagen, ein realistisches anzuvisierendes Ziel, jetzt nicht zwangsläufig heute, aber vielleicht in einem Wochenschluss hinein, könnte sein, der Bereich hier um 22, um 24 Dollar. Also wir nehmen das Tief, die Übertreibung, die hier stattgefunden hat, zu dieser Widerstandsregion, also nennen wir es mal Nackenlinie, so würde man es bei einer Schulterkopf-Schulterformation formulieren. Und dann projizieren wir das einfach. Wir duplizieren das, setzen das oben dran und haben dann auf der Oberseite einen anzuvisierenden Zielbereich um ungefähr 24 Dollar. Das wäre so ein erster Bereich, gegen den man eine Gewinnmitnahme auf den Weg bringen könnte. Und ja, Bereich, gegen den wir jetzt aktuell oder mit dem wir in Anführungsstrichen kämpfen. Was ich sicherlich sehr interessant finde, ist, wenn wir hier mal auf die 5-Minuten-Ebene gehen und im Hinblick auf die jetzt morgen anstehenden Non-Farm Payrolls, wie wir auf diese reagiert haben. Also, wir haben gestern hier einen initialen Schub gesehen, zunächst auf 22,60, knickten dann nochmal kurz ein und haben uns dann in Richtung Tageshochs in den Abend hinein verabschiedet. Was ich ganz interessant fand, war, dass die, man muss wirklich richtig reinzoomen, damit man das überhaupt sieht. Hier, diese Kerze, 14:15 Uhr,
Das war die ADP-Kerze. Und wir haben nur einen kurzen Pop nach unten gesehen und dann in der nächsten 5 Minuten Kerze sofort einen Run auf neue Tageshochs eben initiiert. Jetzt wird man sagen, ja, okay, cool. Und welche Informationen können wir daraus ziehen? Wir können daraus die Information ziehen, dass ein Großteil sämtlicher hawkischer Spekulationen meiner Einschätzung nach bereits eingepreist zu sein scheinen. Also sowohl im Zins, beziehungsweise dann auch ganz besonders betreffend eben in Edelmetallen wie Gold oder Silber. Weil die ADP-Zahlen, die wir gestern hier veröffentlicht gesehen haben, waren nämlich gut. Also die waren verhältnismäßig gut, ehrlich gesprochen. Wir haben gestern 568.000 neu geschaffene Stellen im privaten Sektor zu sehen bekommen. Das lag deutlich oberhalb der Erwartung von 428.000 Stellen. Also deutlich besser als erwartet. Wir haben eine sogenannte Upward Revision, obwohl, nicht, stimmt nicht. Moment, ganz kurz. Nein, wir haben eine Downward Revision zu sehen bekommen. Downward Revision bedeutet, wir hatten im letzten Monat 374.000 neu geschaffene Stellen, die veröffentlicht worden sind. Im Datensatz, das war schlechter als erwartet. Das war das eine. Und es ist sogar noch ein bisschen schlechter ausgefallen, denn wir sehen hier Previous, also vorherig, ab 340. Das ist ja offensichtlich nicht übereinstimmt, weil der vorherige Datensatz war 374. Das heißt, man hat es nach unten revidiert an dieser Stelle, diesen Datensatz. Also das heißt, der war verhältnismäßig schwach. Vielleicht ist der Arbeitsmarkt im privaten Sektor in dem Bereich dann tatsächlich nicht so robust, wie das eventuell der ein oder andere Politiker mit seinen Äußerungen eben suggerieren möchte. Ganz besonders dann im Hinblick auf die Biden-Administration ist es jetzt aktuell. Aber unabhängig davon, jetzt im ersten Augenblick ist dieser Datensatz einfach solide. Der ist einfach gut, der ist stark und nichtsdestotrotz kann eben dann ein zum Zins hier entsprechend positiv oder in dem Fall negativ korreliertes und sehr sensibel auf die Zinsentwicklung reagierendes Asset, in dem Fall Silber. Das gleiche galt aber auch für Gold. Da können wir auch mal ganz kurz vielleicht den Blick drauf werfen. So. Das ist natürlich ein sehr, sehr ähnlicher, stark positiv verlaufender, stark positiv korrelierter Verlauf. Hier ist diese Entwicklung gewesen. Da gab es ebenfalls einen Run auf neue Hochs. Also das ist auf jeden Fall eine Entwicklung, die hier stattfindet, die suggeriert, morgen die Non-Farm-Payrolls, die anstehen, selbst wenn die stark ausfallen würden, wäre das hier nicht unbedingt ein Grund, skeptisch zu werden und Silber nochmal in Richtung der 22er-Region laufen zu sehen. Ganz zu schweigen mal von einem schwachen Datensatz, der da veröffentlicht wird. Wir gucken mal ganz kurz, Non-Farm-Payrolls, wie gesagt, morgen 14:30 Uhr, wir werden morgen nochmal explizit ganz alleine drauf schauen. Morgen die Erwartungshaltung liegt bei 500.000 neu geschaffenen Stellen ex Agrar. Was in dem Zusammenhang natürlich erstmal herausragt, ist der letzte sehr enttäuschende Datensatz. Und sollten jetzt morgen erneut diese Zahlen enttäuschen, anders als es jetzt die ADP-Zahlen suggerieren, also die ADP-Zahlen, die sind jetzt besser als erwartet ausgefallen, da würde man jetzt eher sagen, naja, dann dürften die Non-Farm-Payrolls ebenfalls besser als erwartet ausfallen. Das ist aber nicht gesagt. Wir haben in der jüngeren Vergangenheit häufiger mal gesehen, ADP überzeugt, NFPs enttäuschen, ADP enttäuscht, NFPs überzeugen. Also das heißt an dieser Stelle, diese Korrelation scheint kurzfristig irgendwie etwas unterbrochen zu sein. Bedeutet, es ist nicht in Stein gemeißelt, dass die Non-Farm-Payrolls morgen besser als erwartet veröffentlicht werden. Selbst wenn sie es täten, würde das nicht zwangsläufig eben Zinsen anziehen lassen. Querstrich, wenn sie jetzt sogar enttäuschen würden, könnte genau das eben ein bullischer Treiber sein, der dann den Weg bereitet für solch einen Run, wie ich ihn hier heute früh skizziert habe, eben über die 23 und dann in der kommenden Handelswoche in Richtung der 24er-Region. Also dass dieser Trade beginnt dann eben auch entsprechend schön anzulaufen. Nochmal, Schlüsselregion rein technisch betrachtet ist die 2270, 2280. Attacke wurde früh zu sehen bekommen, ist erstmal gescheitert. Ist kein heftiger Abprall jetzt gegen diese Region. Schauen wir mal, ob sich das heute Nachmittag nochmal etwas vielversprechender darstellt und ob wir gegen diesen Bereich aufdrehen. Der ein oder andere, der jetzt vielleicht sagt, das ist ganz interessant, ich bin noch nicht long, aber ich würde mich jetzt hier long positionieren wollen, findet jetzt gerade wieder in dieser Region vielleicht einen potenziellen Long-Trigger-Bereich. Also das ist eine ehemalige Widerstandsregion, gegen die wir auch jetzt hier erstmal konsolidieren. Die Überlegung ist ähnlich zu der von gestern, nur eben mit einem etwas größeren Risiko, wenn wir unterhalb der 22 unser Risk haben, beziehungsweise vielleicht wird man auch ein bisschen enger mit einem Stop arbeiten, weil es eben ein kurzfristiger Trade ist, der vielleicht dann an erster Stelle auf Momentum aufnimmt mit Push über die 23 abzielt. Also das ist eine Art, ja, Momentum Scalp, wobei der Scalp dann an der Stelle ein paar Minuten bis Stunden eventuell umfasst. Aber das ist ein Momentum Trade vielleicht, wo ich dann an der Stelle sagen würde, wenn ich mich long gegen jetzt hier die 2260, 2263 positionieren würde, läge mein Stop
Ich würde mal sagen 22,40, knapp unterhalb der 50 an der Stelle. Und ich würde darauf abzielen, dass wir eben einen kurzen Push über die 23 zu sehen bekämen, beziehungsweise wäre das für den ersten Teil des Trades, die Kernposition, könnte man dann eventuell ebenfalls in Betracht ziehen für einen Swing und Erwartung eben, dass bei solch einem Auflösen und Erobern der 23 eben der Weg dann in Richtung der 24er Region geebnet wäre. So, das noch zu Silber und dann werfen wir natürlich nochmal einen Blick hier einmal auf Bitcoin. Wo habe ich denn Bitcoin? Da ist Bitcoin. Da hatten wir gestern ja auch ein bullisches Szenario skizziert gehabt. Sehr dankbar, weil bullischer Breakout, der dann hier infolge des Morning Meetings auf den Weg gebracht worden ist. Haben diese Aufwärtstrend, diese Aufwärtstrendlinie, haben wir die halten können? Ich muss mal kurz jetzt überlegen. 6. Oktober, das war gestern hier. Ich glaube, gegen diese Region sogar, ne? Um 50,4 hatten wir, glaube ich, sogar ein Long-Szenario thematisiert gehabt. Stop. Knapp unterhalb dieses Bereichs. Kann das sein? Ich habe die ganzen genauen Niveaus nicht mehr. Aber wir haben auf jeden Fall ein bullisches Szenario skizziert. So viel steht auf jeden Fall fest. Und ja, man kann es erkennen. Wir sind jetzt hier über diesen Bereich gelaufen. Das ist hier ganz besonders Region um die September-Hochs gewesen. Das ist jetzt auch vielleicht ein potenzieller Long-Trigger. Also das heißt, gegen die 52,7, also das heißt diese Region hier ungefähr, 52,5, 52,7, diesen Bereich, könnte ich mir durchaus nochmal vorstellen, einen Long auf den Weg zu bringen. Zwar sind wir jetzt schon sehr, sehr weit gelaufen, aber aktuell ist ja unverkennbar, dass das Bitcoin unglaublich stark ist und unglaubliche Nachfrage eben an der Stelle sieht. Besonders auch mit dem Breakout und dem Halten oberhalb dieses Widerstandsniveaus wäre das ein Signal, welches auf relative Stärke hindeutet und zeigt, dass das nicht nur ein Pop war, beziehungsweise so ein Flashout nach oben dann in dem Fall auf der Oberseite, sondern dass das eine nachhaltige, wirklich von starker Nachfrage getriebene Bewegung eben ist. Und plus ergänzend dazu, wir hätten ein klares Level, gegen das wir riskieren. Wir wollen nicht dann mit einem Drop zurück unter diese Region eben tatsächlich eine Long-Position wollen wir dann erstmal nicht mehr halten, beziehungsweise kriegen dann vielleicht nochmal ein attraktiveres Einstiegsniveau. In dem Fall wäre es dann hier so der Bereich, nee, wäre gar nicht der Bereich. Das ist tatsächlich sogar unsere Aufwärtstrendkanalbegrenzung. Wenn wir hier einknicken sollten, jetzt in diesen Bereich vorstoßen und sehen wir da oben, guck mal links auf den Bildschirm. Das ist hier so diese Region, das verzerrt so ein bisschen die Trendlinien, aber das ist ungefähr die Region um eben diesen Bereich hier, diese rotfarbene Linie. Also das bedeutet etwas anders formuliert, das ist auch ein potenzieller Kreuzunterstützungsbereich, knapp unterhalb dem du dann nicht mehr long sein wolltest, mit Bruch aus oder unter diesen. Plus dann, also wir kommen mit relativ kleinem Risiko rein, haben auf der Oberseite aber immer auch weiter Potenzial. Vielleicht magnetisch anziehend wirkend hier die 60.000er Region. Also das könnte weiterhin auch für Long Plays durchaus von Interesse sein, sich hier in Bitcoin kurzfristig Long eben zu positionieren. Wie gesagt, mit Ziel 60.000 auf der Oberseite. Ja, und das wäre es soweit nunmehr meinerseits gewesen. Erst einmal. Dann hoffe ich an der Stelle, dass euch das Morning Meeting Spaß gemacht hat, dass ihr was mitnehmen habt können für euer Trading. Und ja, abonniert gerne den Kanal. Lasst gerne ein Like hier, wenn es euch gefallen haben sollte. Schreibt gerne einen Kommentar unterhalb des Videos, welcher Art auch immer. Feedback ist immer gerne erwünscht. Wie gesagt, stellt gerne Fragen zu Märkten, die ihr gerne betrachtet sehen wollt. Und darüber hinausgehende Einschätzungen gerne auch im Forum posten. Bei mir auf der Website jörg-trading.com/forum. Kontaktiert mich gerne über Twitter. Ja, und sonst bleibt mir nichts weiter zu wünschen als Happy Trading. Passt auf eure Stops auf. Wir hören uns morgen wieder, 10:30 Uhr zum Morning Meeting hier gemeinsam mit Markets dann zum Wochenschluss und in Vorbereitung auf die Non-Farm Payrolls, die morgen anstehen. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Habt euch wohl. Macht's gut. Bis dann. Und tschüss.